Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley. So, was habe ich heute? Wieder die Freundschaft. Da fliegen die Schmetterlinge durch mein Haus. Oh, zwei Tage. Ich kann gerade noch einmal ernten. Geodenbrecher. Oh ja, da ist er, der Geodenbrecher. Hallo, danke, dass du mir geholfen hast, diese Monster zu beseitigen. Ich habe überhaupt keine Angst, aber es sollte die Minen für alle anderen sicher machen, nicht wahr? Nimm die Blaupause, hoffentlich macht mich das nicht obsolet. Oh, wahrscheinlich doch, weil ich Dutzende davon bauen werde. Der Geoden, der Hodenbrecher. Da. Der Geodenbrecher. Oh, zwei Goldbarren, ein Diamant. Bricht automatisch Geoden auf. Geoden. Da haben wir drei, hier haben wir drei, da haben wir drei, da haben wir drei. Dann brauchen wir noch einmal eine Schahilde. Der Hodenbrecher. Mach dich auf was gefasst hier. Ein Schahid. Der Hodenbrecher. Ich schreibe einfach nur Geoden, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid. Bescheid. Sag doch mal eine Bescheid. Bescheid. So, Delle. Piu. Mutti ist fleißig am Bauen. Oh ja, wir müssten vielleicht auch mal so langsam den ganzen Scheiß hier aufknüpseln. Aber ich weiß nicht. Ich bringe auf jeden Fall erstmal hier. Oh, und morgen gibt es auch wieder Gewitter. Und was wir auch machen müssten, ist die neuen Bäume pflanzen, die wir damals bei dem grünen Regen gekriegt haben. Das haben wir nämlich auch noch nie gemacht. Oh, er geht gerade. Perfekte Mundo. Hallo, moin. Hi. So, Belohnung. Kopfskelett. Kopfskelett vor allem. Hallöle. Kriege ich jetzt wieder... Ja, ich kriege scheinbar immer, wenn ich so ein Ding abgeschlossen habe, kriege ich so ein Gewinn los. Ein Bett. Ich kriege jetzt ein Bett. Oh, was hat denn? Na Mensch, ich muss noch viel mehr abschließen. Na, das ist aber ein großes Bett. Ich hätte gerne etwas. Entschuldigung, du warst leider noch zu nah dran. Ich hätte gerne noch was Besonderes. Aus Lückiste. Ich muss auch mal schauen, ob wir noch genug Rosenkohl haben für den Winter, der jetzt bald da ist. Klong, Batz, Bum. Ach ja, wir haben ja übrigens eine ganze Menge Fisch. Was könnten wir denn da mal reinsmeißeln? Eine Mupfel. Oh ja, den könnten wir mit reinnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz da drin ist. Ein Kugelfisch, ein Seepferdchen vielleicht und ein Schwamm. Vielleicht so eine Qualle. Oder die zwei. Und hier so ein bisschen kleines Gezubbel. Ich weiß gar nicht, ob das auch reingeht. Lalalala. 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 Ich glaube, das hatten wir aber auch schon bei Salome gezeigt. Upsi. Falscher Knopf. Ach.
Oh, die gehen gar nicht rein. Nö, die gehen gar nicht rein. Das auch nicht. Short. Nee, das geht auch nicht mal rein. Oh, kann ich die Muschel? Ja, die Muschel geht noch. Nice, ein wunderschönes Aquarium. Also zählt die Grünalge im Grunde nicht. Ja gut, man kann die alle auch essen, ne? Guck, das hier haben wir eigentlich zum... Das müsste noch zu Fisch. Das ist eigentlich auch eher zum Essen. Aber das gehört zum Fisch. Sammeln, sammeln, sammeln. Ne, ich lasse das hier drinne, dann weiß ich wenigstens, wo es ist. Das ist aber kein Fisch, ne? Ne, der Seeigel auch nicht. Aber interessant, dass mittlerweile die Venusmuschel auch zu den Fischen zählt. Die war vorher nämlich ein Sammelobjekt. So, hier haben wir noch Müll. Müll, 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 Müll. So, und da unten haben wir das letzte Stück von unserem Skeletti. Tada! So. So langsam müssen wir auch mal sparen für die Teleport-Dinge. Oh ja, genau, da müssen wir auch noch Platz machen. Die müssen ja auch noch irgendwo hin. Die Teleport... wie schaut eigentlich unser Zaun aus? Oh, das sieht noch gut aus. Aber wir müssen auch noch Platz machen für unseren... Für unsere Teleport-Totems da. Also ne, nicht die, wo man in der Hand hält, sondern diese Säulen, diese Teleport-Säulen, wo es beim Zauberer zu kaufen gibt. Die müssen wir auch noch kaufen. Und die Uhr und keine Ahnung was. Wenn man bedenkt, dass wir erst im zweiten Jahr hier sind, ne, haben wir schon echt sau viel. Oh, guten Tag, der Herr. Ich habe gespürt, dass du heute hierher kommst. Ich habe deine Ankunft erwartet. Ach ja? Du hast etwas tief im Wald entdeckt. Oh! Klaus und Angelika haben mir erzählt, dass du die Geisterquelle gefunden hast. Du hast... eine größere Gabe, als ich erwartet habe. Von dem Moment an, wo du hier einen Fuß in das Tal gesetzt hast, habe ich gespürt, dass du großes magisches Potenzial hast. Aber du hast mich weit überrascht. Ja, ja. Was an klaren Nächten fliegt Angelika über das Tal bis und den Sternen beobachtet die Farmen unter ihr mit Magie. Oh, und hilft den Crops den Feldfrüchten beim Wachsen. Das ist diese kleine Fee, die da ab und zu mal nachts kommt und so ein bisschen Feenstaub auf unsere Feldfrüchte sprüht, damit die am anderen Tag ausgewachsen sind. Also sind Klaus und Angelika keine Unimos, sondern sondern dann sind das Feen. Ach komm! Oh, wie cool das ist. Weißt du, das ist es, was mir praktisch im originalen Stardew Valley fehlt, dass man wirklich zu jeder Kleinigkeit so einen Bezug aufbaut. Okay, da werde ich jetzt gerade nicht so rausschlau. Das klatsche ich mal in den Übersetzer. Aber der hat bestimmt auch, den haben wir bestimmt auch schon mal gesehen. Warte.
Prefers. Hallo? Was soll das? Dankeschön, dass du einfach nur Klaus geschrieben hast und dann irgendwie gar nicht mehr mit dem Cursor da drin warst. Das the forest drifting amongst the trees and leaving trails of magic in his wake where saplings and forage flourish. Klaus bevorzugt den Wald, lässt sich zwischen den Bäumen treiben und hinterlässt Spuren der Magie, in denen Setzlinge und Futter gedeihen. Ach, und er ist dafür verantwortlich, dass überall irgendwie plötzlich die Setzlinge wieder da sind. Ne, wenn wir hier, sag ich mal, im Zundersaftwald unten alles abgeholzt haben, um Holzvorrat für den Winter oder so zu kriegen, und dann am nächsten Tag oder so sind die Setzlinge schon wieder da, dann war das Klaus. Genauso wie das Gras plötzlich anfängt, irgendwo zu sprießen. Das war dann auch Klaus. Ich finde das so absolut geil, dass die zu jeder Kleinigkeit echt so eine kleine Geschichte einbauen, wieso und weshalb. Ich finde das so toll. Diese zwei genießen es richtig, ihre Kraft zu teilen. Sie sind sehr gute Freunde. Ja, von mir jetzt auch. Das ist alles. Ich muss zu meiner Magie zurückkehren. Wenn du wieder zurück zur Geisterquelle kommst, sagt Klaus und Angelica, dass ich sehr dankbar bin für die uralten Samen, die sie mir hinterlassen haben oder die sie mir gegeben haben. Ach Junge, da kann ich dir eine ganze Menge übergeben. Ich habe eine ganze Menge angebaut und die sind bald alle reif. Also nicht alle, aber viele sind bald reif. Also von daher, ne, da kann ich dir aber auch welche geben. Oh, der Gute ist gar nicht anwesend. Oder er ist im Keller. Ach, da steht er. Hi. Wenn Klaus einen Surplus klingt nach Überfluss. Ich guck mal. Surplus klingt nach Überfluss. Überschuss. Ja, ist dasselbe. Also wenn Klaus einen Überschuss an Magie hat, dann lässt er uralte Samen sprießen. Von was er... Von was er mir erzählt hat... Oder was er mir erzählt hat, es ist ein sehr, sehr schwieriger Zauber. Also ein Trick, ne? Sehr, sehr schwieriger Zauber. Sehr schwierig zu lernen. Aber erfüllend, ihn zu meistern? Ich weiß es nicht. Diese Geister haben mir sehr dabei geholfen, meine arkanen Studien zu entwickeln. Aber ich habe Schriftarten gekriegt. Geil. Nee, Font, das wird mit T geschrieben, die Schriftart, ne? Ich dachte schon, ey, es ist ein scheiß Buchstabe, weißt du? Ja, Font mit T ist Schriftart, Entschuldigung. Zärtlich. Aber ich war immer ganz vorsichtig. Ich glaube, das sollte damit gemeint sein. Ich war immer ganz vorsichtig. So, kann ich denn was Neues? Ancient Grove? Castle Village Guild Hall? Warum darf der überall hin, aber ich nicht? Atlantis? Oh, da darf ich hin. Ach, das ist das da, genau. Wir wissen auch noch nicht, was das sein soll, ne? Wir wissen auch immer noch nicht, was das hier ist. F-
Ferngill Republic Ministry of Magic. Da darf ich auch nicht rauf. Und was war das da nochmal? Ich darf da hin. Ach, das Haus seiner Frau, glaube ich, ist das. Die Butze seiner Alten, seiner Ex-Frau. Seiner grün gewordenen Ex-Frau. Guck mal, der hat auch eine ganze Menge Junimo-Statuen. Um mein Aussehen zu verändern. Nee, brauche ich nicht. Schubidubi, schubidibudibu. So. Danke, Föhn. Kratz, kratz, kratz. Grübel, grübel. Morgen gibt's Gewitter. Was haben wir heute? Donnerstag. Shoshi haben wir was geschenkt. Heli haben wir was geschenkt. Mit dem haben wir nur geredet. Was mag der nochmal? Bei dem steht gar nichts bei. What? Das gibt's ja nicht. Rasmodius. Schattenessenz, Solar, violetter Pilz. Den müssen wir dringend mal was schenken. Den haben wir scheinbar noch nie was geschenkt. So was, ey. Bitteschön. Oh, violette Pilze. Sehr nützlich als Trankzutat und zum Essen. Oh ja, genau. Ich wollte ja mal nochmal in das Büchlein hier reinschauen. Komori-Hof, please. Junimos ernten die von dir angebauten Pflanzen um die Hütte herum. Ja, da könnte man zum Beispiel ja auch mal irgendwo... Guck mal, da brauchen wir die Sternfrüchte. Da könnte man zum Beispiel auch mal sich irgendwo ein Eckchen aussuchen, wo man einfach mal ein bisschen was anbaut, damit man ein paar Junimos auf dem Hof hat. Einfach mal fürs Let's Play. So, für die Minen, da brauche ich Iridium und Erdkristalle. Das haben wir doch. Für den Strand... Iridium, Venusmuschel, da haben wir, glaube ich, nicht genug. Und Korallen. 1 Million für die Wüste. 20 Iridium, Kokosnuss, Kaktusfrucht. Und da 10 Drachenzähne. Oh. 10 Millionen für die Uhr, Alter. Aber hier, die Mine können wir doch schon machen. 10 Iridium, 10 Erdkristalle. Habe ich ihn nicht in meinen Nexus eingetragen? Ist das nicht hier das erste gewesen? Enchanted Grove. Verzauberter Wald, verzauberte Lichtung. Können wir schon mal eine Bar hauen? Diddle-diddle-dai. Was war das? 10 Iridium und 10 Erdkristalle, glaube ich. Iridium und Erd. Und wieder zurück. Ich glaube, bis ich da hochgelaufen bin zu meinem Nexus, bin ich auch runtergelaufen zum Zauberer, glaube ich. Glaube ich. Ja, das glaube ich. Und zwar nur ich. Ach, Quatsch. Da ist doch die Treppe, ich dumm Beidel. Hallo, ich bin's wieder.
Häuslebau. Das hat 4. Kann ich das hier eigentlich auch noch mal verschieben und ändern? Zerstören, bewegen, genau, sehr gut. Kann ich das farblich verändern? Gebäude streichen. Nö. Eigentlich kann ich streichen. Wow. Nice. Huch. Hallo. Ah, Vadim. Schön, dass du hier auftauchst. Schön, dass du hier hinfällst, heißt das eigentlich, ne? Drop. Irgendwie, also irgendwie scheint da eine merkwürdige Energie im Wald zu sein. Und er macht ein bisschen zusätzliche magische Schutzbarrieren um seine Früchte, damit die Magie aus dem Wald wohl nicht da irgendwas mit den Früchten macht. Höhere Effektivität als normale Pestiziden. Okay. Er pinkelt einfach drüber. Ich habe immer eine Schicht magischen Schutz auf meinen Pflanzen. Meine Ex-Frau hat das gehasst. Hat gesagt, das wäre ein Zeichen, dass er zu schwach wird. Dass er ein Softie wird. Oh, was für ein Himmel wäre das, wenn diese Mod auf Deutsch wäre. Was ist das für ein Wort? Occasionally tries to lay the odd hex or two on them when she's out flying at night. Gelegentlich versuchte sie immer noch, das ein oder andere Hexfeld auf sie zu legen, wenn sie nachts unterwegs war. Okay, sie hat versucht, ihm dann somit auf seinen Pflanzen Streich zu spielen oder so. Was das ist, einer der Gründe, warum Caroline und ich, sie hat einen schönen Wintergarten, weißt du? Okay. Ach komm, was denn? Es ist kompliziert, weißt du? Ich genieße die Einsamkeit hier im Wald und ich genieße die Arbeit, die ich mache, um das Tal zu beschützen. Hatte der mit Caroline mal was? Weil es heißt hier doppelt gebrochen. Aber eben ein Zauberer. Aber selbst ein Zauberer verliert sein Herz, wenn das zweimal gebrochen wird. Der Arme. Ich glaube, wir heiraten wirklich ihn. Und ja, und dann lassen wir uns wieder scheiden. Nun, ich hab's nicht eilig, dem Ganzen eine dritte Chance zu geben. Aber wenn es passiert und ich verliebe mich nochmal irgendwann,
Dann in jemanden mit einem schönen Garten. Zum Beispiel meine Farm. Meine Farm hat Unmengen an tolle Pflanzen. Es sollte nicht so hart sein hier drumrum, keine Ahnung. Ach so, das sollte nicht so schwierig sein hier drumrum, weil hier sind genug Leute. Aber hier, meine Farm hat eine ganze Menge Pflanzen. Ha. Ja, das stimmt wohl. Aber erinner dich. Cauldron. The smell of the cauldron. But remember. Was? Irgendwas mit den Pflanzen und dass irgendwas haften bleibt. Aber erinnere dich. You get past the Plants. There's the smell of the cauldron. Selbst wenn man an den Pflanzen vorbeikommt, riecht es nach dem Kessel. Muss ich das verstehen? Immer wenn du an den Pflanzen vorbeikommst, riecht es nach dem Kessel. Ist das in Bezug darauf, dass wir aus dem Kessel getrunken haben, um die Waldmagie zu kriegen oder so? So, ich habe jetzt noch was anderes zu tun in meiner Bude. Meine Pflanzen sollten jetzt ausreichend geschützt sein. Genieße die restliche Zeit hier im Wald und bitte hör auf, mich zu sehen, nochmal zu sehen, nochmal zu stören. Ich weiß es nicht. Aber man sieht ihn nicht oft lächeln. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut. Gut, das war's. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.